wäre ein optimaler Zeitpunkt für einen Angriff. Was wäre ein optimaler Angriff? Zeitpunkt. Wo ist sie? Komm. Bist du? Wo bist du? Kann ich hier nicht einfach auf den Blitz hauen? Gut ist. Kann man nicht. Laufen Sie. Dafür nicht so viel Munition verstehen. Nein, nimm mal die Waffe. Habe ich keine Munition mehr für. Verdammt. Da kommt sie. Lalalala. Nö, nö. Geh mal weg. Habe ich gesagt, geh mal weg. Ach, Menno. Das hat so keinen Sinn. Sie muss nachladen, bevor sie wieder angreifen kann. Die Zerstörung der Stromkabel setzt vielleicht das Kühlmittel unter Strom. Oh, was haben wir denn hier? MP. Da-da-dam. Da habe ich zumindest ein bisschen mehr Munition hier. Ja. Wenn man nicht drauf achtet, von wo sie kommt, ist natürlich auch kacke, ne? So, Tussi, wo bist du? Ja, habe ich schon verstanden. Möge weg. Was soll ich denn dagegen machen? Die ist ja so stark, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Oh.
sich an. Sind Sie in Ordnung? Ja, ja, alles gut. Alle gut. Genügend Strom macht sie vermutlich langsamer, Alter. Man hindert den Angriff. Toll. Was haben wir denn hier überhaupt? Vielleicht hilft uns das ja. Ja. Schwächen. Zugriff gewährt. Machen wir das was anderes. Wir sind ja flexibel. Lauf doch. Ja, ich lief doch. Hab ich gespeichert? Nö, vermutlich nicht, ne? Dann müssen wir die mal eben dazu bringen, dass sie abhaut. Und wir versuchen das mal zu hacken. Zu hacken. Wo ist sie? Ich weiß, dass du nicht abgeschaltet werden willst. Ist ja okay. Ich hab's ja verstanden, auch beim ersten Mal schon. Ich weine gleich. Ach ja, die sieht doch kacko. Kein bisschen Schimmer, was ich dagegen machen soll. So. Muss ja, ne? Ja. Das wird jetzt nicht so einfach. Da sind wir beide drin. Das wird jetzt nicht so einfach. Das macht ja alles keinen Sinn. Haben wir noch irgendwelche Granaten? Giftgas. Gucken, ob die auch irgendwie helfen. Wo ist sie? Bewegung, Adam. Oh, ist bewichtig, Kerl.
witzig. So, Moment. Schauen wir mal, schauen wir mal. Müssen sie irgendwie dazu zu bringen, ihren komischen Attacke halt auf Wasser zu machen. Haha. Ihre Vitalzeichen werden schwächer. Werden Sie sie retten? Ich denke darüber nach. Beantworten Sie jetzt meine Fragen? Ich kann Ihnen nicht sagen, wohin Reed und die anderen gebracht wurden. Sie sind vom globalen Raster verschwunden, als der Doktor ihre GPL-Implantate entfernt hatte. Welcher Doktor? Ihr Sandoval, warum rufen Sie mich hier an? Ich kenne den Kerl. Das ist Bill Taggarts Berater. Er war Unfallchirurg, bevor er ein Anti-Augmentierungsaktivist wurde. Wollen Sie noch mehr hören? Ja. Es gab eine Planänderung. Serifs Team darf die Anhörung nicht erreichen. Aber das ist zu bald. Wenn ich die GPLs entfernen soll, brauche ich einen voll ausgestatteten OP. Gibt es hier einen? Ja, laut Barrett schon. FEMA. Dort haben sie sie hingebracht. Aber warum? Wieso haben sie sie überhaupt entführt? Das müssen Sie einen alten Bekannten fragen. David Serif. Serif. Ich habe die Audiodatei auf ein mobiles Wiedergabegerät kopiert. Nehmen Sie es und verschwinden Sie. Ich habe noch mehr Fragen. Und ich habe Ihnen schon zu viel gesagt. Dieser Gang führt Sie direkt zu Ihrem Gefährten. Aber passen Sie auf, Adam. Sie sind von Lügen umgeben. Also hat Serif da doch irgendwas mit zu tun. Ich hab's doch gewusst. Jo. Letztendlich war ich doch besser als wie du. Nee, 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 nee. So, blöde Kuh. Aber ich möchte trotzdem doch dahin in den Raum rein. Weil ich wissen will, was das da oben ist. Und deswegen hacken wir das jetzt trotzdem nochmal. Oh, da nehmen wir mit, da nehmen wir mit. Hallo? Warte, das nehmen wir mit. Dann. Zugriff gewährt. Schön. Ah ja. Die hätten wir also hier überall nur durchlocken können. Naja. Aber ich sag mal eins, waffentechnisch ist dieses Spiel... Nicht so dolle. Nö. Was haben wir denn hier? Okay. Wofür ist das? Vielleicht hätten wir das abschalten können. Naja, gut. Wie dem auch sei, ist ja jetzt egal. Wir haben es ja geschafft. Hat zwar ein bisschen gedauert. Wird wohl nur eine Folge lang. Kampf gegen diese blöde Kuh sein, aber. Geschafft ist geschafft. Oh, haben wir sonst noch irgendwas hier?
munitionsmäßig, dass wir was mitnehmen können. Aber dafür haben wir alle keinen Platz mehr. Genau. Hier haben wir noch Munition. Was haben wir hier noch drin? Ja, nö, ja. Nicht. Okay. Wollen wir mal verschwinden von hier? Ah. Miko rufen. Einmal niedersetzen. Und, hallo? Ich will da hin. Lass mich da hin. Lass mich da hin. Wieso darf ich denn nicht? Darf ich nicht mit? Ah, jetzt. Jensen, Eliza Kassan hat mich gerade kontaktiert und gesagt, ich soll sie hier treffen. Bereit zum Abflug? Jupp, bereit. Ja, bringen Sie uns nach Hause, Malik. Na, endlich. Tja, da haben wir ja eigentlich erst rausgefunden. Und wie ich schon vermutet habe, ist der Sarif doch nicht so. An der Zentrale nicht landen, da tobt ein Aufstand. Der Boss sagt, ich soll sie bei ihrem Apartment absetzen. Ich könnte eine Dusche vertragen. Sie müssen sich beeilen, er ist schon unterwegs zu Ihnen. Ist er doch nicht so unschuldig, wie er immer tut. Ein Drecksack. Na gut. Dann machen wir hier erstmal wieder eine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt. Deus Ex Human Revelations mit mir, dem Drehwerk. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann lasst mir doch einen Kommentar und einen Daumen da. Und teilt das Video. Mit euren Freunden, Familien, Haustieren oder unter den Armen. Da soll es besonders gut sein. Bis denne. Ciao.